DAMF steht für Deutschkurse, Asyl, Migration und Flucht. Und wir sind eine Initiative von Ehrenamtlichen, die kostenlose Deutschkurse für Asylsuchende anbieten, die keinen Zugang zu staatlich finanzierten Kursen haben. Wir sind im Moment ca. 100 Sprachbegleiter, die für ca. 300 Lernende in Dresden 30 Kurse anbieten. Wie auch unsere Lernerinnen haben die ehrenamtlichen Sprachbegleiterinnen bei DAMF ganz, ganz unterschiedliche Hintergründe und Voraussetzungen, die sie mit in die Kurse bringen. Daher legen wir sehr viel Wert auf Schulungsmaßnahmen und Qualifizierungsmaßnahmen, um die Leute zur Sprachbegleitung mit Geflüchteten fit zu machen. Die interessierten Sprachbegleiterinnen werden bei DAMF schrittweise qualifiziert. Nach einem ersten Treffen zur Kontaktaufnahme erfolgt die fragengeleitete Hospitation in DAMF-Kursen. Anschließend werden in einer eintägigen Schulung die Grundlagen des Deutschunterrichts als Zweitsprache vermittelt. Während der eigenen Lehrtätigkeit im eigenen Deutschkurs erfolgen beständige Reporting-Prozesse und Weiterbildungsangebote, um die Unterrichtsqualität zu sichern. Wir beide sind Lehrerinnen in einem Deutschkurs, der zurzeit auf dem Niveau A1 existiert. Und die Lerner, die bei uns im Kurs sitzen, kommen aus ganz verschiedenen Ländern und bringen ganz verschiedene Erfahrungen mit sich mit in den Kurs. Und dieser Kurs findet zweimal pro Woche statt und jeder von uns unterrichtet jeweils einen Termin. Und zurzeit sind es ca. 5 bis 10 Lerner, die jede Woche zu uns in den Kurs kommen. Wir haben unseren Kurs jetzt ungefähr schon ein halbes Jahr und man lernt die einzelnen Teilnehmer natürlich immer mehr kennen. Es kommen auch immer wieder neue dazu. So ist es auch, also es springen auch welche ab. Und einige haben parallel halt auch einen Integrationskurs. Und das, was man als Erfolg, was ich zum Beispiel als Erfolg sehe, ist, dass die Rückmeldung schon kam, dass in den Integrationskursen einfach die Zeit fehlt, um Sachen intensiver nochmal durchzugehen. Und das können wir halt sozusagen leisten, einfach das ist wie eine Nachhilfe, würde ich jetzt mal so sagen. In der ehrenamtlichen Geflüchtetenhilfe ist Vernetzung ganz zentral und steigert die Produktivität der einzelnen Projekte. So ist DAMF beispielsweise dresdenweit unterschiedlich vernetzt und auch in Ostsachsen haben wir verschiedene Kontakte. Durch diese Kontakte und Vernetzungen können wir gemeinsame Schulungen realisieren, können andere an unseren Erfahrungen teilhaben lassen und profitieren auch an den Erfahrungen anderer Projekte. So ist die Multiplikatorrolle der einzelnen Projekte gewährleistet. Aufgrund des Ausbaus der staatlichen Deutschkursangebote ändert sich auch die Nachfrage und die Angebotsstruktur im ehrenamtlichen Sprachbegleitungsbereich. Wir haben festgestellt, dass ein vermehrter Bedarf im Bereich der Alphabetisierung besteht und auch flankierende Angebote, beispielsweise zum Berufseinstieg oder als Nachhilfeangebot zum staatlich geförderten Integrationskurs, nötig sind. Dazu lösen wir bei DAMF unsere eigentlich festen Kursstrukturen teilweise auf und ergänzen durch offene Angebote. Für die Zukunft wünschen wir uns eine bessere Vernetzung der einzelnen Projekte untereinander. So kann zum einen zum Erfahrungsaustausch angeregt werden, zum anderen wird der Aufbau von Parallelstrukturen so vermieden. Weiterhin ist die Verzahnung von Wissenschaft und Praxis im Spannungsfeld Sprachbegleitung sehr notwendig und auch die professionelle Begleitung Ehrenamtlicher, beispielsweise durch Universitäten, ist von ganz zentraler Bedeutung. Auch die Kombination staatlicher Angebote und des ehrenamtlichen Angebots in der Sprachbegleitung ist wichtig und ein Arbeitsfeld, was erschlossen werden muss.